Wenn ihr die lange Version der 100-Kilometer-Wanderung sehen wollt, dann klickt jetzt oben rechts auf das umgedrehte i oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir stellen uns heute mal wieder eine der härtesten Challenges, die es überhaupt gibt, nämlich der 100-Kilometer-Wanderung. Genau, und der Aaron ist das erste Mal mit am Start und versucht die heute. Der Christian hat die schon wie oft bewältigt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall schon ein paar Mal. Genau, und ich mache es ja jetzt zum zweiten Mal. Mal schauen, wie weit ich es schaffe. Wird auf jeden Fall wieder extrem hart. Letztes Mal habe ich genug Schmerzen gespürt. Wir haben jetzt minus 1 Grad und sind um 6 Uhr gestartet. Man sollte dazu sagen, dass es auf jeden Fall wieder wärmer wird im Laufe des Tages. Also wir werden bis zu 12 Grad haben, ein bisschen bewölkt und ja, hoffe es wird ganz schön. Übrigens, wir laufen exakt dieselbe Strecke wie letztes Jahr. Das heißt wieder über Bronzes, Burgundstadt, Kulmbach. Jetzt machen wir noch mal ein kurzes Motivationsupdate. Wie geht's euch und wie weit kommen wir? Ja, mal schauen, bin ich mal gespannt. Ich meine, das weiß man nie genau. Der Aaron, der weiß auch noch nicht, der hat das gar nicht gemacht, also mal schauen. Hauptsache 36. So, wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht bei unserer Oma. Haben wir schnell mal 0,5 Liter geäxt. Eiskalte Apfelschorle. Also, die war wirklich arschkalt. Der Aaron fand es nicht so schlimm, aber. Leibniz-Keks. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt 9,3 Kilometer. Es ist ein bisschen kalt noch. Die Hände sind relativ kalt, gell? Beim Aaron Beim nicht. Beim Aaron nicht. Das ist alles abgestumpft. Aber ich habe zum Glück Handschuhe dabei, deswegen geht's bei mir auch. Läuft bisher gut. Ja, läuft es ganz gut. Es wird ein bisschen wärmer jetzt hoffentlich gleich. Alright, ja. Die Sonne raus. Na, obwohl wir gehen jetzt eh in den Wald, da ist eh scheißegal. Ja. Jetzt wird richtig warm, die anderen sind da vorne. Wir befinden uns jetzt auf der großen Freifläche. Noch ist alles gut. Minimale Schmerzen in den Knien, aber kaum zu spüren. Wie gesagt, alles noch perfekt. Wir haben jetzt ungefähr 15 Kilometer und es ist ziemlich genau 9 Uhr. Ich krieg das, glaube ich, gar nicht gescheit rein. Ja, doch, geht schon einigermaßen. Werden halt die Milchbrötchen schon platt gedrückt. Im Tannfeld machen wir unsere zweite Pause jetzt. 18 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Wie fühlt sich an? Ja, bisher läuft es gut. Super. Wir haben doch beschlossen, weiterzulaufen und keine Pause einzulegen. Erst bei 20 Kilometern. Ja, das ist, bescheißen wir uns selber. So, wir haben gerade kurz Pause gemacht auf dem Holzstapel da hinten. Ja, läuft ganz gut. Ich spüre ganz leicht meine Fußsohlen bei Kilometer 20. Und das ist genau 10.04 Uhr. Ja, also wir haben einen Schnitt von 5,1. Und 23,7 Kilometer. Leute, wir sind in Wonsees angekommen. Wieder am selben Platz. Da hinten holen wir uns wieder unsere Brötchen. Genau, 25 Kilometer. Und wie lange sind wir unterwegs? 5 Stunden, 15 Minuten circa. Kurz ausruhen, Kraft tanken, ein Viertel der Strecke haben wir geschafft. Hört sich echt gut an, trotzdem, man spürt schon deutlich die Beine, die anderen jetzt gar nicht so sehr. Aber wir verlassen jetzt Wonsees. Unser Schnitt ist jetzt von 5,2 auf 5,0 gesunken, weil wir eine relativ lange Pause gemacht haben. Ja, der findet Aaron jetzt nicht so toll, weil der musste ziemlich lange warten in der Metzgerei. Temperatur ist sehr angenehm. Sehr angenehm, ja. Um die 12 Grad. Ja, die letzten 10 Kilometer seit Wonsees gingen ganz gut, gell? Ja. Letztes Mal habe ich in der Zeit noch 3 weitere Pausen gemacht. Jetzt haben wir gar keine eingelegt. Aber das habe ich auch eigentlich ganz gut überstanden. Wir haben gleich von der Karte, die Karte, also beziehungsweise der Weg, der ist ein Dreieck. Und da haben wir das erste Eck jetzt erreicht, ist auch nochmal zwischen 27 und Schnitt. Was nochmal ungefähr? 5,2 wieder. 5,2 wieder. Ja, ist doch ganz gut eigentlich. 38,3 Kilometer. Krass. Jetzt haben wir die Ecke erreicht. Da lang geht es jetzt gleich. 39,1 Kilometer ist geschafft und es ist exakt 13.50 Uhr. Jetzt ein Drittel der Karte. So, Kreis Bamberg haben wir erreicht. Jetzt haben wir schon zwei hinter uns, nämlich Kulmbach. Das haben wir gestartet. Dann nach Bayreuth. Jetzt Bamberg. Einer fehlt jetzt noch, nämlich Lichtenfels. Und das wird dann in Weißmain ungefähr sein. Da treffen wir dann auf Lichtenfels, genau. Wir verlassen Wölkendorf. Aber weiter geht's nach Pfaffendorf. 1 Kilometer. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Wirklich nur sehr kurz. Ich stärke mich kurz unterwegs. Wie geht's euch so? Ja, Adventure. Jawohl, Leute. Stadt Weißmain, Kreis Lichtenfels. Letzter Landkreis für uns. Danach geht's ja erstmal wieder zurück nach Kulmbach. Und das war's dann auch schon. Allerdings sind's noch über 50 Kilometer. Jawohl, 50 Kilometer. Yay, wie ist die Motivation? Wir erreichen gleich Arenstein. Genau. Ja.
Danach geht's in die Schlucht. Das nenne ich immer so, keine Ahnung, mir ist keine andere Bezeichnung eingefallen. Es geht halt einfach ein bisschen runter und bleiben wir ein bisschen unten auf so einem Pfad in so einer tieferen Ebene, sag ich mal, und dann geht es nachher wieder rauf. Genau, das bezeichnet es immer Schlucht. Aber man spürt auf jeden Fall jetzt ordentlich schon die Beine, also die Fußsohlen bei mir wieder. Ich bin aber auch ziemlich lang auf der Straße. Ja, das waren jetzt bestimmt 10 Kilometer Straße, ne, oder? Ja. Ja, also schon relativ viel und das geht halt dann ziemlich auf die Fußsohlen. Nicht sehr angenehm, aber ich glaube jetzt. Die ganze Zeit auf dem Linkslauf, auf der Seite. Ja, genau, der Aaron und ich will auch die ganze Zeit neben dem Weg, weil es da ein bisschen angenehmer ist. Ja, wir haben mal wieder eine Pause hinter uns. Jetzt geht es erstmal weiter. Die nächste wird dann bei 55 sein. Jetzt gehen wir in 5 Kilometer Schritten vor und dann machen wir immer eine kleine Pause. Jetzt tut das Loslaufen nach den Pausen auch wieder langsam weh. Das ist immer das schlimmste Gefühl eigentlich, also nach einer Pause wieder loszulaufen. Aber wenn man sich dann erstmal wieder so ein bisschen eingelaufen hat, zu 200 Meter, geht es dann wieder mehr oder weniger. So, da geht es jetzt rauf. Wir haben jetzt 55 Kilometer. Ja, geht noch einigermaßen. Man spürt auf jeden Fall, dass man ein bisschen was hinter sich hat. Und man läuft dann nicht mehr ganz so rund wie am Anfang. Und als nächstes Ziel haben wir uns mal die Weißmann-Quelle gesetzt. Wir werden jetzt hier erstmal runterlaufen. Da unten die Straße entlang. Und dann dahinter zur Weißmann-Quelle, Weißmann und Burgkunststadt. Jawohl, jetzt sind wir da. Quelle erreicht. Genau, hier machen wir jetzt unsere nächste Pause. Wir haben fast 60 Kilometer erreicht. 59,5 circa. Ehrliches Gefühl, wieder loszulaufen. Gar nichts tut weh. Wir haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h. Wir sind jetzt exakt 12 Stunden unterwegs, also 6 Uhr abends gerade. Und wir haben 60 Kilometer. Ah ja, und ein bisschen kühler ist es jetzt auch noch geworden. Jawohl, schönste Straße, die es gibt. Noch 4 Kilometer bis Altenkunststadt und 6 bis Burgkunststadt. Mit dem Netto drin haben wir kurz was eingekauft. Die Kilometer gehen auf jeden Fall langsamer rum. Man schätzt sozusagen die Kilometer höher, als sie dann tatsächlich sind. Und das Einlaufen, wie immer nach kleinen Pausen oder großen Pausen, ist extrem hart, sich wieder an die Schmerzen zu gewöhnen. Genau, wie geht's euch so? Wo drückt's? Und jetzt habe ich eher Fragen, wo drückt es nicht? Ist ein bisschen leichter zu beantworten, ne? Ja. Naja, also bei mir sind die Fußsohlen halt ein wenig geschunden und die Schuhe, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, Reminder an mich selber, die sollte ich nie wieder anziehen. Ich habe die zwar bisher auf allen angehabt, aber die quetschen die Füße vorne immer so zusammen, das ist scheiße. Und dir, wie geht's dir, Aaron? Ja, besser als vorher. Puh, Altenkunststadt erreicht, ziemlich fertig. Aaron ist wieder gut gelaunt. Ich habe Motivationsschub bekommen, keine Ahnung wieso. Ich habe mehr. So, es wird langsam dunkel. Ihr seht den Sonnenuntergang im Hintergrund. Jetzt haben wir 71 Kilometer und man spürt wirklich ordentlich die Fußsohlen. Richtig matschig, platt gedrückt. Kein schönes Gefühl mehr. Wir können ihn wahrscheinlich kaum erkennen. Es ist sehr dunkel. Taschenlampen brauchen wir aber noch nicht. Wenn man noch einigermaßen was sieht. Wir haben jetzt 74 Kilometer. Nochmal eine kurze Pause eingelegt. Das Einlaufen dauert immer länger. Es ist einfach nur heftig, die Schmerzen. Wenn ihr euch eine Sekunde da mal reinfühlen könntet. So, die Taschenlampen sind jetzt außen. Wir haben jetzt 8:45. Nachdem wir jetzt ungefähr 5 Kilometer oder sogar ein bisschen mehr durch die Pampa gelaufen sind, alle im Gänsemarsch hintereinander mit Licht, haben wir jetzt das erste Dorf mal wieder erreicht. Ja, uns geht's, also dem Aaron und mir geht's jetzt nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Der Christian da vorne, dem geht's einigermaßen noch ganz gut, glaube ich. Ich habe es jetzt beide nicht gefragt. Ja, es ist auf jeden Fall extrem hart und es wird mit Sicherheit auch nicht leichter. Jetzt müssen wir noch einen Halbmarathon ungefähr bewältigen. Ich freue mich. Wir haben Kilometer 83 ungefähr, 17 fehlen noch, wir sind beim Main-Zusammenfluss. Wie geht's? Passt schon, ich bin froh, wenn es zu Ende ist. Es ist jetzt 10 nach 11, das heißt noch circa 3 Stunden müssen wir laufen.
Jetzt muss man halt mentale Stärke zeigen und sehr viele Schmerzen ertragen. Dann kann man sich gut durchbeißen. Jo, wir haben das nächste Kaff erreicht. Die Kilometer ziehen sich einfach wie ein Kaugummi, ey. Unglaublich. Man hat das Gefühl, man tritt die ganze Zeit nur auf der Stelle und kommt null voran. Richtig ärgerlich. Die Müdigkeit haut jetzt auch richtig rein. Und wir sind fertig. Es ist jetzt 12:30. Nur mal so zur Orientierung. Ein bisschen mehr als 10 Kilometer sind jetzt noch. Oh, hey. Das ist unglaublich. Meine Güte. 7 Kilometer noch. Die ziehen sich. Das ist der Hammer. Genau, und ich werde versuchen jetzt nochmal ein bisschen zu joggen. Es fällt nicht wirklich leicht, aber es ist halt eine andere Muskelgruppe, andere Bewegung. Und vielleicht ein bisschen besser dann. Genau, Endspurt. Los geht's. Zähne zusammenbeißen durch die Lichter da hinten. Das ist Harsdorf. Ach, endlich geschafft. Wir sind endlich da. Harsdorf ist erreicht. Wir haben einen Schnitt von 4,8. Ja, passt eigentlich. Wir waren jetzt 21 Stunden ganz genau unterwegs. Das heißt, ich war eine Stunde schneller als letztes Mal. Eine ordentliche Steigerung. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Bett. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Willst du es nochmal machen? Das war nett. Das war nett, okay. Tut auf jeden Fall gescheit weh. Hier. Ja, war schon in Ordnung, sag ich mal. Ja, genau. Das war's mit dem Video. Wir haben es geschafft. Ich zeige euch gleich nochmal die Daten. Genau. Und ansonsten abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier sind nochmal die ganzen Daten. 100 Kilometer, 4,8 ist der Schnitt.